Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharmadrama USA. So, und weiter geht's im Galopp. Bist du eingeschlafen, Pamela, dass deine Karre so langsam fährt? Ja, heute hast du Tomaten auf die Augen, oder was? Ja, wie langsam fährst du denn? Guck mal, ich überhole dich ja in einer Runde zweimal. Es ist rutschig, weil der Sixt es regnet. Ah Gott, sag nochmal. Du bist auch rutschig. Bei dir ist auch öfter mal was rutschig. Hätte mit einem falschen Fuß aufgestanden, oder was? Ich nee. Ganz ich glaub schon. Ganz bestimmt nicht. Kopf voraus. Was? Mit dem Schädel voraus? Nee, alles prima. Gegenteil, mir geht's spitz heute. Wird warm, Wetter ist angenehm kühl. Es ist so gut, denke mir, dass wir Wetterschicht machen. Nix Wetterschicht, hier gibt's kein schlechtes Wetter. Gar nicht. Und Schmarrn. Geht immer gar nicht. Blödsinn. Hier gibt's kein schlechtes Wetter. Danke, Ralf. Könnte ich ja fast wieder anfangen zu sehen, hä? Und wie weit bist du? Wie viel hast du noch? Pamela, hörst du mir nicht mehr zu, oder was? Was? Ich hab gesagt, wie viel hast du noch zum Aufheben, sonst könnte ich ja weiter ansehen. Cool. Man könnte schon. Wird halt das Sort gut davon schwimmen. Und nicht so weiter. Das wird ja nur oben reingelegt mit dem Nachsehding da, das müsste gehen. Ja, nach Regnerzeit ist es fort. Nein, da geht's erst in den Boden rein, da der ja gar nicht so tief reingelegt wird. Das kenne ich mir aus. Boah, was er wüsst. Das wird früher oder später darauf hinauslaufen, dass wir den Regen müssen ansehen, das nützt ja nichts. Hat er ziemlich eine Schlammschlucht. Ach was. Können hier nicht auf schönes Wetter warten. So viel Zeit haben wir einfach nicht. Fertig. Haben wir nicht. Haben wir nicht, brauchen wir nicht, kriegen wir nicht mehr rein. Wollen wir aber mehr Zeit. Grüß. Was war früher? Ich sag, wir wollen mehr Zeit. Ihr wollt mehr Zeit, für was? Arbeiten. Für Freizeit oder was? Ja, natürlich. Ja, wenn ihr mal was arbeiten würdet, bräuchte ihr nicht mehr Zeit. Ist eigentlich ganz simpel. Arbeiten, oder was gewesen ist. Ja, ich sehe, dass du da rumschleißt. Ich fahre zweimal hin und her, da bist du doch kein Einmal rum. Wollte ich arbeiten. Und wir sind auf demselben Acker. Hä? Sei froh, dass ich überhaupt was tue. Ja, das stimmt auch wieder. Gnädig. Vor allem Hof. Ihr seid einfach zu gnädig mit mir. Einfach zu gnädig. Also weiter tust, Feuer am Hof. Tue ich nichts mehr. Nee, ist alles gut. Du bist prima. Ja, aber deine scheiß Honigschmiererei da. Bist die beste Arbeiterin, die auf dem Feld ist. Warum sag mal, was der da nur als Honig um Maul schmieren möchte? Naja, ich sag ja die Wahrheit. Der falsche 50er. Ich sag nur, wie es ist. Du bist die beste Arbeiterin auf dem Feld hier. Ja, weil du nichts kannst. So ist das keiner da auf dem Feld. So kann man es auch sehen. Nee, du machst deine Arbeit schon gut. Das muss schon sagen, wie es ist. Du sagst denn nicht, dass ich da bleib? Ja, so vielleicht, ja, ne? Ja, so ist es. Na, wir hatten ja sonst noch keine Unterhaltung hier. Ist ja sonst ein bisschen langweilig, ne? Kennt ihr schon einen alten Party? Du kennst die alten Partys. Den alten Barzi kenne ich. So hätte ich dich aber jetzt nicht denken. Ich hätte, dass du nur alte Barzis kennst. Da kommt das wenig raus, ne? Das stimmt wieder, ja. Da muss man nehmen, was auf dem Markt ist, ne? Wie ist das denn mit dem Kinski und dir? Läuft das jetzt, oder was?
geht denn die da so? Was? Was geht denn die da so? Jo, rein nur Interesse. Rein, oh, keine Zeit für Privatgespräche, du. Rein. Ja, gut, sag. Nur, ja. Von Kienzke über Antwort kriegst. Von dem eine Antwort krieg ich, glaube ich, kaum. Oder besser, ich will auch gar keinen von ihm. Ich würde sagen, eigentlich könnte ich schon weiter ansehen. Hast du Angst von Kienzke, oder wie? Naja, das sind immer so unproduktive Gespräche. Na. Ich müsste mich mal verkleiden. Als Pamela, vielleicht ging es dann besser. Du hast noch anders umgehen mit uns, hat jetzt funktioniert, aber du kapierst das nicht. Mit was? Genau so. Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Wenn was wäre? Du musst anders umgehen mit uns. Ich gehe doch ganz anders mit euch um. Ja. Wie eine Eins. Tippitoppi. Du hast hinten noch ein Null oder zwei und ein Minus. Nee. Ja, hundertprozentig, genau. Ja, minus 100%. Nix minus. Im Gegenteil, tipptopp. Wenn es so eine Kategorie gäbe, Best Chef Ever, da wäre ich dabei. Letzter Platz. Nix, letzter. Erster. Erster von hinten, ja? Nee. Best Chef Ever. So, ist nämlich... Wer es glaubt, der wird selig. Ja, das ist so. Der beste Chef ever. In Hinterkaifeck war ich der beste glaubt, Chef. Dass er der beste Chef sein soll. Sogar der beste Chef von hinten. Da war ich der beste Chef ever. In Hinterkaifeck. In der Antarktis sowas. Nix Antarktis. Ja. Das wird immer doller hier. Wird einmal dort? Doch. Die waren alle hellauf begeistert. So, in Hinterkaifeck gab es keinen besseren Chef wie mich. War ja auch kein anderer. Kienzke, bist du ein Funk? Was? Hörst du, der vom Müll redet? Ja, da bin ich schon wieder ganz müde, wenn der redet. Manometer, du, ich könnte so einschlafen, wenn ich dem zuhöre. Du könntest doch mal einen Flug anhängen und das mit dem Ding herum. Bist jetzt doch mit dem Güllebomber da. Ein Flug? Ja, dann sag das doch, wenn du mit dem Gülle-Ding da bist. Dann klär ich das mit der Stadt ab. 15.000 Liter drin, die kannst du dir in den rechten Schuh kippen, da ist der Pott leer. Ja, da kannst du nämlich beim LU holen. Ich klär das mal gerade mit dem Sampfel ab. Was? Ich klär das mit dem Sampfel ab, warte mal. Wenn mal holen, wie spät haben wir eigentlich? 10.21 Uhr, bald Feierabend. Gerade ist angefangen. So. Ich klär das mit dem Apfel ab, warte mal. Heute. Jo, moin. Eine Frage, das Feld. Mitten in der Nacht, sag mal, hast du geraucht oder was? Mitten in der Nacht. Ich hätte nur eine kurze Frage mit dem, mit der Düngung. Da wäre ja am besten Gülle, ne? Oder Gärreste oder sowas. Wo? Von Feld 69. Natürlich. Das müssen wir dann mal beim LU holen. Es ist mir doch egal. Gut. Und selbst wenn du es aus deiner Toilette holst, ich bin im Bett und schlaf noch. Ja, dann, ja, das wundert mich aber fast nicht, dass sie noch schlafen, ja. Alles klar, nee, dann ist gut, dann weiß ich Bescheid, alles klar. Das war schon. Kann ich weiter schlafen? Ja. Ja. Gutes Nächtle. Kinski! Ah, nur schon wieder. Ich bin gerade wieder eingeschlafen. Du sollst beim LU den Gülletanker voll machen und dann auf Feld 69 das Feld düngen. Heute? Jo. Es regnet. Das ist der Gülle ziemlich egal. Ja, der Gülle aber mir nicht. Du brauchst ja gar nicht auszusteigen.
Unter das kleine Silo, da kannst du das direkt abzapfen. Ja, vielleicht. Ja, gute Nacht. Ja, so machen wir das. Mal gucken, womit wir hier die Kacke alles düngen. Ich kaufe bei dem einfach die Tür. Oder die Gärre ist in deinem Leben. Wunderbar. Die drei machen wir dann mit, oder die vier mit Gerste und Hafer. Moment, was habe ich denn noch? Das. Ach nee, das müssen wir erstmal abernten. Ja, das machen wir dann noch. Genau, da ist das Soja drauf, richtig. Sonnenblumen. Machen wir da Weizen drauf und hier machen wir Gerste und Hafer. Und hier noch Raps, fertig. Und hier oben diese noch mit Raps. Und die können wir noch. Ah, das wird schon. Fährt denn der hin? Hä? Was hat denn der für eine Breite hier ermittelt? Hä? Das ist ein bisschen Quatsch. Egal, nächstes Mal gucken. Das war, wo ich eben so komisch gefahren bin. Ja, ist gut. Passt. Aber feine Sache, so ein GPS, ne? Brauche ich noch Saat? Recht erinnern, müsste unten noch das Quatsch stehen von ihm. Genau, da steht es ja noch. Oder? Ja. Genau, das war gut drin. Dann klauen wir doch da noch ein bisschen was. Warum nicht?
Wunderbar. So, dann das Ding mal zusammen. Dann fahren wir runter zum Quad. Und dann nehmen wir uns den Chrom. Drück. Mal mitholen. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo, wenn Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei, den Namen steht in der Videobeschreibung. Und bis dahin, bis dann, haut rein. Tschüss.